Strahlend blauer Himmel, zauberhafte Strände und ein Lifestyle, der seinesgleichen sucht. Doch über Brasilien braut sich ein Tief zusammen, das den Namen Sepp trägt. Sepp Blatter. Der FIFA-Boss ist alles andere als zufrieden mit den Vorbereitungen hinsichtlich der Weltmeisterschaft im Juni. 6 von 12 Stadionbaustellen hinken den Fristen weiter hinterher und befinden sich nun im Wettstreit gegen die Zeit. Aber auch die Infrastruktur lässt nach wie vor zu wünschen übrig. Gegenüber einer Zeitung wurde Blatter nun deutlich und sagte: Seit ich FIFA-Präsident bin, war noch kein Land mit den WM-Vorbereitungen so weit hinten dran, obwohl es das einzige Ausrichterland ist, das so lange Zeit hatte, eine WM zu organisieren, nämlich 7 Jahre. Öffentliche Proteste, aber auch die schrecklichen Arbeitsunfälle, bei denen bereits 5 Menschen ums Leben gekommen sind, werfen das Land immer weiter zurück. Es ist ein Teufelskreis aus Zeitdruck und Vernachlässigung der Sicherheitsvorkehrungen. Einen Plan B gäbe es nicht, so Blatter. Dennoch zeigte sich der FIFA-Boss optimistisch, dass die Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer sicher und spektakulär über die Bühne gehen wird.